Hallo, mein Name ist Adu und ich darf euch heute von Open Engelina erzählen. Das ist eine Plattform für offenes Wissen, lokales Wissen, das wir im Engadin entwickeln. Die Idee davon ist, dass lokales Wissen, das sind übliche touristischen Daten, aber auch Sachen wie Kleinanzeigen, die Sachen, die man zum Beispiel in der Mikro oder im Korb auf der Pinnwand sieht. Diese können wir als Linked Data ausdrücken oder formatieren. Und der Krux der Sache ist, wir erkennen, dass es sehr, sehr viele Daten sind und es eigentlich fast nicht möglich ist oder nicht praktisch ist, diese zentral zu kreieren oder zu verwalten. Also es braucht eine Art Crowdsourcing. Und das ist durchaus machbar, denken wir, denn viele Leute erstellen auf Facebook ein Event und das ist durchaus machbar. Das sollte eigentlich machbar sein. Was wir brauchen, ist so eine Art Mashup von Linked Data Repository und einem sozialen Netzwerk. Und das ist genau, was wir machen wollen. Also die Daten oder der Graph, der Knowledge Graph, wird kreiert durch soziale Interaktionen. Einfach durch Posting von Sachen, Kommentieren von Sachen oder Liken oder Attenden, alles Mögliche. Dazu verwenden wir das ActivityPub-Protokoll. Das ist ein relativ neues, aber ein offenes und ein W3C-Standard-Protokoll für föderiertes soziales Netzwerken. Und das erlaubt sehr coolerweise das Kreieren von semantischen Daten, also Linked Data. Für was verwenden wir das? Im Engadin wird es entwickelt für touristische Daten. Und ein interessanter Aspekt davon ist, dass das Data Management, nämlich zum Beispiel das Beispiel von Wanderwegen, der Alice geht wandern, sieht, dass der Weg versperrt ist, macht da irgendwie so einen kleinen Report, dann geht irgendwie der Bob da raus, guckt das an, der Bob ist vielleicht von der Gemeinde geschickt und er sagt, oh ja, das stimmt. Da muss aber noch der Charlie, der irgendwo im Büro sitzt, das bestätigen und dann kommt es auf die Website. Das, sowas können wir dann viel einfacher machen mit einfach sozialer Interaktion, die das eigentlich machen. Das ist ein echtes Beispiel. Heutzutage wird der Prozess mit 5 verschiedenen E-Mails und Word-Dokumenten und noch einem WhatsApp-Nachricht, also sehr kompliziert gemacht. Und so Sachen wollen wir ein bisschen vereinfachen. Danke sehr. All right.